Ich bin losgezogen, um das Weite zu suchen. Doch was habe ich gefunden? Einen heißen Januar in Buenos Aires. Die Luft war erfüllt vom Klackern der Tango-Schuhe auf den Straßen und wehmütiger Musik. Ich fand mich zurecht, ich aß viel Eis und lachte und hüpfte schnell ein Land weiter. Das Land des Mate-Tees. Wo eine Thermoskanne unterm Arm zum guten Ton gehört und man das Leben eine Runde langsamer genießen kann. Dort stand er, nach 3 Wochen Schiffsreise im Hafen von Montevideo angekommen. Es ging los. Gehen Süden, vorbei an Landschaften und Tieren, jeder Menge Tieren. Die Wärme Ostargentiniens meinte es gut mit mir. Noch viel tiefer in den Süden sollte es gehen. Das Ende der Welt rief und zeigte sich von seiner schönsten und kältesten Seite. Und auch der Februar bestach durch seine Kälte, durch seine Gletscher, durch seine Nationalparks mit seinen gemalten Bergen. Wieder hinauf, immer weiter, Berge über Berge, verrückte Wanderungen und faszinierende Bekanntschaften. Es wurde März und mit ihm kam die Straße mit den vielen Gesichtern, die Carretera Austral. Zu Wasser und zu Lande, blau, grün, eisig, staubig und nass. Die Zeit rennt, 3 Monate waren um und es wurde Zeit für eine Pause. Eine Pause an einem ganz wundervollen Ort, unterhalb eines rauchenden Vulkans. Den Atem anhalten, während Calbuco nur wenige 100 Kilometer entfernt ausbricht und uns in Staub hüllt. Und die Lamas. Ein vorerst letztes Mal der Natur nahe sein. Bevor die Großstädte rufen, der Mayen, Santiago und Valparaíso. Spiegelnde Fassaden, ein in sich spiegelndes Meer, ausatmen, aufatmen, aufstehen, weiterziehen. Die Gesellschaft genießen und den roten Norden Argentiniens. Staunen, schauen und im Juni den Naturschauspielen widmen. Lernen, warum Flamingos pink sind und das Salz aus der Wüste probieren. Bevor die Sonne untergeht und mich in Staunen versetzt. Lass mich noch ein bisschen weiter das Weite suchen. 6 Monate waren nicht genug.